Hallo liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir mal einen Klassiker lesen und zwar werde ich meine Erfahrung mit Carmilla heute vloggen. Und zwar ist Carmilla eine Gothic-Novelle, die 1872 vom irischen Autoren Sheridan Le Fanu veröffentlicht wurde. Und das Buch gilt als einer der großen Schauerromane des 19. Jahrhunderts und war auch, soweit ich das recht verstanden habe, der erste Vampirroman. Also das Buch erschien über 25 Jahre vor Dracula. Und Dracula ist ja der Vampirklassiker schlechthin. Aber ich bin jetzt mega gespannt, was Carmilla für uns bereithält. Denn ja, ich liebe einfach die Geschichte des 19. Jahrhunderts, die Geschichte des viktorianischen Zeitalters, in dem auch die ganzen Vampirmythen entstanden und aufgekommen sind. Und ja, hier handelt es sich um eines der ersten Werke, der diese Thematik behandelt. Und ich bin mega gespannt darauf. Das Buch hat auch nur etwa 150, 60 Seiten. Also ich versuche das auf jeden Fall heute fertig zu lesen und nehme euch auf die Reise durch das Buch mit. Noch kurz vorweg, ich habe hier die englische Ausgabe. Ich glaube, im Deutschen gibt es keine Ausgabe, die genau so aussieht wie dieses Buch, aber es gibt das Buch auf jeden Fall auf Deutsch. Ich werde euch das unten mal verlinken. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, Carmilla die Vampirfrau und es gibt eine Ausgabe aus dem Diogenes Verlag, die werde ich euch unten mal verlinken. Ja, ich weiß eigentlich noch gar nicht so genau, um was es in dem Buch geht. Es geht auf jeden Fall um eine junge Frau namens Laura, die eines Tages auf Carmilla trifft und Carmilla ist eine Vampirin und ja, ich glaube, das Ganze endet dann damit, dass Laura sich von Carmilla angezogen fühlt, es ihr aber dabei immer schlechter geht und sie sich trotzdem nicht so von Carmilla lösen kann. Ja, wir werden sehen, um was es in dem Buch genau geht. Ich bin mega gespannt darauf, wieder mal einen Schauerklassiker zu lesen und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ich melde mich mit einem ersten Update und zwar bin ich im Moment auf Seite 52, also ich habe jetzt genau einen Drittel der Geschichte gelesen und wow,
Also das Buch gefällt mir bis jetzt wirklich, wirklich gut. Der Schreibstil, die Sprache, unglaublich schön, mega atmosphärisch, finde ich wirklich mega, mega toll bis jetzt. Und ja, da ich jetzt die ersten 50 Seiten gelesen habe, kann ich euch etwas mehr zu der Geschichte erzählen. Und zwar geht es hier um die 19-jährige Laura, die zusammen mit ihrem Vater in einem, ja eigentlich schon fast in einem Schloss wohnt, in Österreich. Die beiden sind ursprünglich englischer Abstammung, haben aber nie in England gelebt, sondern ja, wohnen in einem Schloss in Österreich. Und sie führen ein sehr isoliertes Leben, denn die nächste bewohnte Stadt ist x Meilen entfernt von ihrem Wohnort. Und Laura freut sich immer sehr, wenn sie andere junge Frauen sehen und kennenlernen kann, denn sie hat nicht sehr viel Kontakt zur Außenwelt. Und eines Tages, gleich zu Beginn der Geschichte, kommt ein Brief, der sagt, dass die junge Dame, die Laura eigentlich hätte kennenlernen sollen in naher Zukunft, verstorben ist. Und von da weg, finde ich, wird das Ganze langsam mysteriös. Denn kurz darauf, an einem sehr schönen Abend, ist Laura mit ihrer Zofe, mit ihrem Kindermädchen und ihrem Vater draußen unterwegs, als plötzlich eine Kutsche herangeschnellt kommt, in einem unglaublich schnellen Tempo. Die Kutsche überschlägt sich dann auch und ja, daraus kommt eine Frau, die sehr hysterisch ist und sich Sorgen um ihre Tochter macht, die auch noch in der Kutsche drin liegt. Allerdings ist die Frau extrem im Stress und lässt dann ihre junge Tochter, die ja irgendwie bewusstlos auf dem Boden liegt, kurzerhand einfach bei Laura und ihrem Vater, denn sie sagt, sie muss weiter, sie kommt in 3 Monaten wieder und sie lässt die Tochter jetzt da, damit sie sich erholen kann, damit sie sich auskurieren kann und einfach 3 Monate mit Laura und ihrem Vater da lebt. Und ja, die junge Dame, die da auf dem Boden liegt und bei Laura und ihrem Vater bleiben wird, muss, ist Carmilla. Und Carmilla ist eine nicht unbekannte für Laura, denn als Laura klein war, 6, 7 Jahre alt, ist sie in der Nacht einmal erwacht und da stand eine junge Frau in ihrem Zimmer und die junge Frau hat sich dann einfach zu Laura ins Bett gelegt und ja, blieb einfach bei ihr, bis sie wieder eingeschlafen ist. Und in der Nacht wachte Laura auf, weil sie einen starken Schmerz gespürt hat, und als sie aufgewacht ist, war dann die junge Frau auch aufgeschreckt und hat sich unter das Bett versteckt, und von da weg hat Laura sie nie wieder gesehen. Und als dann Jahre später, ich glaube 12 Jahre später, Carmilla plötzlich auftaucht und im Haus von Laura bleiben wird, merkt Laura, dass Carmilla diese Dame war, die vor vielen Jahren eines Nachts bei ihr im Bett gelegen hat. Carmilla erinnert sich auch daran und ja, jetzt beginnt es langsam spooky zu werden, denn Laura und Carmilla haben von Beginn weg eine sehr enge Beziehung zueinander. Und Carmilla, sie ist sehr, wie soll ich sagen, sehr, auf der einen Seite ist sie sehr mysteriös, weil sie nichts von ihrem Hintergrund erzählt, weil sie nicht preisgibt, woher sie kommt, wie ihre Familie heißt. Auf der anderen Seite aber ist sie eine so tolle Freundin für Laura, weil sie von Beginn weg eigentlich eine schwesterliche Beziehung zueinander haben. Und ja, an der Stelle, an der ich jetzt bin, beginnt sich Laura langsam zu fragen, wer oder was Carmilla ist. Zeitgleich passierten auch noch einige Morde im näheren Umfeld von Laura. Also eine weitere junge Dame ist verstorben, nachdem sie wochenlang komisch krank war. Eine andere Frau, die in der Nähe wohnt, ist auch kürzlich gestorben. Und das alles nahm seinen Anfang, als Carmilla in Lauras Leben gekommen ist. Ich bin mega gespannt, wie es weitergeht. Ich habe mir da auch schon eine Million auf der Seite, eine Million Zettelchen reingemacht an Stellen, die sehr schön beschrieben sind, an Zitaten, die ich einfach mega toll fand. Also ich finde sprachlich wirklich top und ja, jetzt wird es langsam mysteriös. Ich bin gespannt, ob Laura herausfindet, was das Problem mit Carmilla ist. Und ja, wir sehen uns dann später irgendwann mal wieder.
Freunde, willkommen zum zweiten Update und willkommen zu meinem Outfit Nummer 2. Ich habe beim Mittagessen gekleckert, deswegen habe ich mich kurz umgezogen. Aber zum Buch. Ich habe den zweiten Drittel zu Ende gelesen. Ich bin jetzt auf Seite 103 und ja, ich habe das Gefühl, alles, was ich ab jetzt noch sagen kann, sind dann Spoiler, weil das Buch halt nur 150 Seiten hat. Aber ja, ich versuche jetzt trotzdem mal ein paar Updates zu geben, ohne euch von der Geschichte was vorwegzunehmen. Und ja, die Stimmung, die Anspannung, die Situation zwischen Laura und Carmilla spitzt sich ein wenig zu. Also Carmilla wird auf der einen Seite immer, ja, wie soll ich sagen, stärker und sanftmütiger, auf der anderen Seite aber auch immer geheimnisvoller und kränklicher. Und an der Stelle, an der ich jetzt im Buch bin, beginnt auch bei Laura langsam die Geschehnisse ihren Lauf zu nehmen. Laura wird krank, da sie unter Albträumen leidet, die immer mit Carmilla zusammenzuhängen scheinen. Also an der einen Stelle im Buch hat sie einen Albtraum, in dem Carmilla blutend vor ihrem Bett steht und danach wacht sie auf und will natürlich zu Carmilla ins Zimmer, um zu sehen, ob es ihr auch gut geht. Aber Carmilla ist nicht da, mitten in der Nacht, und taucht dann am nächsten Tag plötzlich aus dem Nichts auf und sie weiß nichts mehr oder sie tut so, als wüsste sie nicht, was passiert ist. Und ja, die Situation spitzt sich zu. Ich bin gespannt, was auf den nächsten 50 Seiten noch passieren wird. Ich muss auch sagen, die Beziehung zwischen Laura und Carmilla ist sehr speziell. Es ist fast schon eine Art romantische Beziehung. Sie umarmen sich oft sehr intim und küssen sich. Es wird oft nicht genauer erläutert, ob auf die Wange oder wohin. Aber es ist schon eine sehr, ja, fast schon eine Art körperliche Beziehung zwischen den beiden, was ich extrem spannend finde, weil für die damalige Zeit, also 1870er Jahre, wurde das vermutlich nicht ganz so gern gesehen, wenn zwei gleichgeschlechtliche Menschen was miteinander haben. Umso interessanter, dass es im Buch fast schon eine Art so dargestellt wird. Ich bin gespannt, wie sich die Beziehung zwischen den beiden noch entwickelt, was noch passiert. Ich habe das Gefühl, dass irgendwann im Verlauf des Buches plötzlich ein Pam-Moment kommen wird, an dem das große Geheimnis um Carmilla preisgegeben wird. Ich hoffe es zumindest. Aber bis jetzt gefällt mir das Buch sehr gut. Ich liebe den Schreibstil, die simple, aber doch unglaublich eindrückliche Art, wie der Autor ja die Geschichte beschreibt. Ja, gefällt mir mega gut und ich komme dann wahrscheinlich, wenn ich die letzten 50 Seiten auch noch gelesen habe, mit einem finalen Update nochmals zurück.
Leute, willkommen zum dritten Update und zum dritten Outfit. Es ist immer noch der gleiche Tag, es ist immer noch Dienstag. Ich habe mich allerdings schon wieder umgezogen, weil ihr vorhin ja gesehen habt, dass ich ein Bad genommen habe. Und ja, irgendwie fühle ich mich heute einfach nicht wirklich gut. Mir ist irgendwie so ein bisschen übel und ich fühle mich gerade voll gestresst, obwohl ich gar nichts zu tun habe und irgendwie einfach so... Und da hilft mir normalerweise ein schönes Bad dabei. Und ja, da habe ich mich jetzt ein bisschen entspannt, dementsprechend ein frisches, kuscheliges Shirt angezogen. Und ja, ich habe gerade Carmilla fertig gelesen. Was soll ich sagen? Das Buch hat mir sehr gut gefallen. Von mir aus hätte das Buch nochmal 200 Seiten mehr haben dürfen. Ich fand die Geschichte wirklich sehr cool, sehr interessant und ja, auch sehr atmosphärisch. Seit dem letzten Update, da war ich ja auf Seite 103, ist nochmal einiges passiert. Und zwar haben Laura und ihr Vater jemanden getroffen, den sie kennen, dessen Tochter vor kurzem verstorben ist. Und er erzählte ihnen dann, was seine Tochter hatte. Und seiner Tochter ging es kurz vor dem Tod genauso, wie es Laura momentan geht. Also sie wird geplagt von Albträumen, seitdem ein Mädchen ja in ihrem Haus aufgenommen wurde, um sich dort bei ihnen zu erholen. Sie hat komische Erscheinungen in der Nacht, sie sieht Monster und wird einfach immer bleicher und immer zerbrechlicher. Also genauso wie Laura sich im Moment auch fühlt. Aber ja, mehr erzähle ich euch jetzt nicht, falls ihr das Buch trotzdem auch noch lesen möchtet. Ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, das zu lesen. Es ist ein wirklich kurzes, schönes Buch, sehr atmosphärisch, sehr, sehr schön geschrieben. Und was ich vor allem mega interessant finde, ist zu sehen, wie Sheridan Le Fanu die damaligen Vampirmythen oder wie sie Vampire damals gesehen haben, einfach in so einen Roman gepackt hat, weil das Buch ist ja etwa 150 Jahre alt. Und es war einfach irgendwie mega cool zu sehen, wie so die klassischen Vampirmerkmale auch in dem Buch schon vorkommen. Also dass wirklich der Vampir, wie wir ihn uns vorstellen, also eher der Vampir aus den, ja, vielleicht so 90er-Jahren-Filmen, nicht unbedingt Vampire aus Twilight oder so, aber so die klassischen Oldschool-Vampire, wie wir sie uns vorstellen, werden halt in dem Buch auch genau so beschrieben, finde ich zumindest, mit ihren schwarzen, samtenen Kleidern und sie sind groß und blass und ja, irgendwie... Fand ich einfach mega cool, das so zu lesen in so einem alten Buch. Und mir hat es mega gut gefallen. Also wenn ihr euch für Vampirgeschichten interessiert oder einfach auch, wenn ihr gerne mal einen Klassiker lesen möchtet, der einfach zu lesen ist und nicht 500 Seiten hat, dann schnappt euch mal Carmilla, lest euch da ein bisschen rein. Ja, mir gefällt es sehr gut. Ich bin froh, dass ich das jetzt endlich gelesen habe. Und ich werde es bestimmt auch wieder einmal lesen, denn ich denke, gerade bei so einem Buch merkt man beim zweiten Mal lesen wieder ganz andere Details, die einem dann wieder ins Auge springen. Und ja, ich freue mich, das irgendwann mal wieder zur Hand zu nehmen. So, Freunde, das war's für den heutigen Vlog. Ich glaube, er ist eher etwas kurz und knapp, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Und meine Batterie ist gleich leer, deswegen muss ich mich beeilen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video sehr bald wieder. Macht's gut. Ciao, liebe Freunde.